Also heute ist immer jeder Tag ernst zu nehmen, wenn man schon einzig ausmacht, und begeistert. Lieber Weihnachtsmann, ich bin ja der Meinung, dass du das Christkind in einem Faustkampf echt wegömmeln würdest. Von daher schreibe ich dir diesen Brief. Es geht nämlich um YouTube, also vielmehr um die Leute auf YouTube. Also vielmehr um die ganzen geldgeilen Assi-Drecksteppen, die sich täglich ihre Kohle von minderjährigen Minderbemittelten holen. Und wenn ich eins von Santa Claus mit Muckis gelernt habe, dann, dass du es echt drauf hast. Also habe ich dir eine Wunschliste geschrieben. In der stillen Hoffnung, du mögest sie mir erfüllen. Los geht's. Hydrated. Erstens, schaff das Abitur ab. Als ich noch ein klitzekleiner bayerischer Bub war, da hatten wir noch Handkurbeln an den Automobilen, die Hindenburg stürzte regelmäßig brennend vom Himmel und das Wasser bestand noch aus Holz. Und alle heiligen Zeiten hat es einer aus unserem Drecksteppendorf aufs Gymnasium geschafft. Das war was Besonderes. Man musste sich anstrengen und danach konnte man sogar studieren. Der Abiturient wurde dann mit viel Tamtam in die große, weite Welt geschickt und hat uns ab und zu per Brieftaube an seinen Abenteuern als Doktor, Anwalt oder Architekt teilhaben lassen. Mittlerweile ist das alles anders. Miguel Pablo macht sein Abitur. Also zumindest, wenn ihm keiner mehr auf die Sneaker kackt. Miguel Pablo, lieber Weihnachtsmann. Miguel Pablo, der beim Sprechen gestikuliert, als wäre er für immer in einem gefakten Eminem-Video gefangen und hätte gleichzeitig eine Dünnschiss-Attacke. Der Typ, der in Chicken Wings badet, Cola auf Schuhe kippt und meint, er wäre Gangster, weil er den Text von 3 Hip-Hop-Songs kennt und einen Kumpel hat, der als Kind in den Topf mit den Steroiden gefallen ist. Zu meiner Zeit haben wir für sowas eine ordentliche Lobotomie bekommen und wir haben sie zu schätzen gewusst. Weißt du was, lieber Weihnachtsmann, wenn der Typ Abi macht und studieren darf, dann haben so Klugscheißer wie ich nichts mehr, woran sie noch glauben könnten. Solltest du also nicht schleunigst das Abi abschaffen, nehme ich die nächste Hindenburg und bin raus aus der Nummer. Zweitens, lass ApoRed und Leon Mascher weitere 24-Stunden-Challenges machen. Klar, du denkst dir jetzt bestimmt, Digga, will der mich flicken? Aber pass auf, lieber Weihnachtsmann, lass Apo und Leon bitte so viele 24-Stunden-Challenges machen, wie nur möglich. Ja, sie sind zu dumm, um die Uhr zu lesen und zu verstehen, dass 24 Stunden aus, naja, 24 Stunden bestehen, aber darum geht's nicht. Denn wenn sie immer so weitermachen, dann kommt irgendwann der Tag, an dem die beiden nicht nur eine kleine Strafe kriegen, sondern auch mal in den Knast wandern. Und dann werden vielleicht auch die größten Drecksteppen unter uns merken, dass Bombenpranks und Dreckshomophobe Wir-sind-Gay-Thumbs nicht geil sind, dass Fake-Pranks und Fake-Wir-haben-Streittitel nur dazu dienen, leichtgläubigen Kiddies das Geld aus der Tasche zu ziehen, dass Leute wie Apo und Leon Bild und RTL 2 Inhalte auf YouTube erst so richtig salonfähig gemacht haben und dass es am Ende des Tages scheißegal ist, wer den verfickten roten Knopf nicht drücken kann. Oder dücken, wie es Apo nennt, weil selbst Videotitel nicht mal mehr richtig geschrieben werden müssen, wenn die Meute klickt. Drittens, lass Simon Desius Penis wachsen. Okay, jetzt kommt's dicke, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich habe mir Folgendes überlegt. Du kennst doch Pinocchio, sobald der alte Holzstepp lügt, wächst ja seine Nase und genau das wünsche ich mir für Simon Desio. Wann immer er seine Fans verarscht, ihnen erzählt, es würde ihm nicht ums Geld gehen, 8 Werbungen schaltet, in 100 Schichten-Videos einfach mal 50 Schichten verwendet, SD-Karten klaut und, dann soll ihm der Schwanz wachsen. Klar, für eine Woche wäre das bestimmt cool für ihn, aber jetzt stell dir mal vor, wie Simons Fleischpeitsche nach einem Monat aussieht. Bei all den Lügen kommt der damit ja nicht mal mehr in den Fahrstuhl. Und in nur 6 Monaten ist sein Schlong dann so groß, dass ihn das amerikanische Militär auf ein Atomtestgelände verlegen muss. Okay, die Gefahr besteht, dass er durch Gammastrahlung oder sowas plötzlich Laserstrahlen pinkelt, aber mit Glück trifft einer davon Miguel Pablos Gymnasium und schon ist es Glück im Unglück. Viertens, mach das Superman Dennis, Superman Benjamin nur empführt hat. Nee, ernsthaft, ich will nicht öffentlich mit ansehen müssen, wie der kleine Bub bei der wandelnden PISA-Test-Durchfallquote aufwachsen muss. Der wird nämlich sonst irgendwann genauso wie er, aber zu Superman Dennis, dem alten IQ-Low-Level, gibt's im nächsten Jahr mehr von mir. Kauft unser Merch! Fünftens, mach Bibi und Julienko zu Geschwistern. Wie absolut geil wäre es denn, wenn Bibi und Julienko nach all den Jahren des Beziehungsausschlachtens erfahren würden, dass sie die ganze Zeit ordentlich am Inzuchtbumsen waren. Ich kann doch jetzt nicht der Einzige sein, der jetzt den weirdest Boner hat, oder Weihnachtsmann? Egal. Ich meine, stell dir nur mal vor, wie geil es dann ist, sich all die Kack-Videos nochmal anzusehen, nur eben mit Plot-Twist. Das ist wie bei Fight Club oder Sixth Sense. Und dann geht eh nichts mehr. Ich meine, was sollen die beiden als Geschwister schon machen? Okay, streich den Punkt. Sechstens, lass doch die Drecksteppen ein wenig weniger drecksteppig sein. Das ist eigentlich mein größter Wunsch, lieber Weihnachtsmann. Ich wünsche mir, dass all die Drecksteppen da draußen einfach mal ein bisschen mehr nachdenken und das Wort Hurensohn nicht alle 2 Sekunden benutzen, sondern sich mal was einfallen lassen. Du vierfach bereifter Affenficker, du Samenleiter durchtrennte Mongo-Fotze oder du analgerapter Scheißhausdeckellecker zum Beispiel. Das wäre zumindest ein Anfang. Ich wünsche mir, dass sie lernen, auf Antworten zu klicken, statt einfach einen neuen Kommentar zu verfassen.
aufpassen und dass sie mal ein wenig reflektieren, welche Scheiße sie sich täglich unterjubeln lassen. Und am meisten wünsche ich mir, dass sie verstehen, dass mein Hate kein reiner Hass ist, sondern oft augenzwinkernde Comedy, dass ich damit eventuell auf gewisse Missstände, fragwürdige oder dämliche Inhalte und Aussagen anderer hinweisen möchte, dass ich mich selbst aber auch nicht ernst nehme und keinen der anderen YouTuber und sei ja auch noch so assi etwas ernsthaft Schlechtes wünsche. Naja, bis auf die ein oder andere Penisfäule vielleicht, aber hey, lieber Weihnachtsmann, zeig doch mal, was du kannst. Und wenn's mit meinem Wunschzettel doch nicht klappen sollte, Weihnachten 2017 kommt auch irgendwann. Ja, und jetzt sitze ich hier, es ist 3.47 Uhr morgens, ich bin gerade erst mit dem Schnitt fertig geworden, improvisiere gerade das Outro und wollte euch eigentlich auf diesem Wege nur mal schnell ein frohes Fest wünschen und schöne Feiertage. Auch an die Hater, es ist das Fest der Liebe und heute bin ich mal ganz nett. Ja, dann würde ich sagen, lasst euch reich beschenken, fresst euch voll, kauft euch Hartgeldnoten, macht was immer ihr wollt, lasst es euch gut gehen. Lasst mir auch gerne ein Abo und ein Kommi da, teilt das Ding, liked das Ding und vergesst niemals, dass es auch mehr als nur Hate gibt. Macht es gut, bis dann und Hater out!